Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Werte Freunde, neue Abenteuer erwarten uns hier an der Adois Enklave, wo es anscheinend eventuell mit der Quest von der guten Nira weitergeht, weil sie hat zumindest haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Das kann also sein, dass dieses Gebiet auch für andere Baldur's Gate-Spieler neu ist, weil es durch den Patch ja auch ein paar neue Gebiete gab. Dieser Charakter wurde ja später erst hinzugepatcht, den gab es im Original nicht. Und deswegen könnte auch diese Region ganz neu sein, wir werden ja sehen. So, endlich fertig mit dem großen Aufräumen etc. Jetzt geht's los. Au. Okay, hier ist ein Gewitter, aber... War das jetzt echt so ein krasser Zufall, dass der Blitz mich getroffen hat? Oder hat das jemand getan? Oder ist das in der Gegend halt so? Da wird halt schon mal ein Blitz auf die Gruppe geschmissen, wie nett. Eichhörnchen. Ah, klar. Genau, das Eichhörnchen, das Gerät. Davon hatten wir es das letzte Mal noch. So, hier geht nichts. Da ist ein großes Meer oder ein Fluss, je nachdem. Können wir natürlich auch nicht durch. Wir können also nur hier lang. Ja gut, wir sollten vielleicht Kivan heilen. Eure Dienerin steht. Wir sollten nicht lange blöd rumstehen, sonst passiert das vielleicht noch einmal. Da trifft mich einfach der Blitz. Das geht ja gut los. So. Ich bin euch weit voraus, Chef. Bis jetzt noch alles ganz ruhig hier. Von dem Unwetter mal abgesehen. Oh, Goblins, aber nicht feindselig. Die scheinen mit mir reden zu wollen. Sag König Rockdog, da sind gleich hinter Bagriffjek her. Müssen Bagriffjek beschützen. Und da sieht man auch daran, dass es erst als neuer Content, weil das alles synchronisiert ist. Das ist sehr schön. Eigentlich wollten wir mit Rockdog sprechen. Ich habe überhaupt nicht mehr die Erinnerung, was wir damals mit Nira beblubbelt haben. Anscheinend wollen wir hier hin. Wir fangen mal von vorne an. Magrevia ist Goblin-Gott vom Territorium und Keropa. Koopa. Goblin-Gott von Territorium und. Kooperation macht keine Koordination. Kurzamt. Kurzamt. Was ist Kurzamt? Aber wenn es ein Gott ist, ein Gott von Koordination macht doch auch keinen Sinn. Kurzamt ist vielleicht ein Ort. Nehmen wir das. Nein, das ist nicht richtig. Es ist Koopa. Importation. Koopa? Koopa. Nein, das auch nicht richtig. Magraviert Gott von Koopa. Ration. Doch, Kooperation. Kooperation. Territorium und Kooperation. Aha. Ja, das klingt doch ganz gut, was wir da sagen könnten. Und ich glaube, wir bleiben hier auch mal freundlich. Nein. Genau darum sind wir hier, um mit Bargivik über Kooperation zu reden und Territorien und Zeugs. Keiner darf mehr zu Bargivik. König Rockdog beschützt ihn vor Fremden. Aha, Rockdog auf einmal, okay. Nein, wir bleiben freundlich. Also gut, bringt mich zu Rockdog. Rockdog ist in Höhle. Beschützt Magrevjek vor anderen Stämmen. Ich euch jetzt führen dorthin. Ihr besser keinen Ärger machen. Eigentlich würde ich gerne die drei sagen. Aber nein, ich bin mal freundlich. Es ist halt nur ein Goblin. Was will man erwarten? Für einen Goblin spricht er ja eigentlich ziemlich gut. Danke für eure Hilfe. Osten. Wir gehen Osten jetzt. Darf ich? Nicht gegen Norden. Irre leben oben im Norden. So, ich darf hier jetzt nicht speichern, während dieses Event läuft. Muss ich denn nach Osten laufen? Kann ich mich hier auch umgucken oder bin ich dann böse? Hat nichts zu sagen, okay. Oh Gott, ey, was für Geräusche. Die haben alle nichts zu sagen, die Goblins, ansonsten. Vielleicht können die anderen auch gar nicht sprechen, wer weiß.
Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Ich darf nicht speichern hier, das finde ich fies. Okay, da ist eh nichts drin. Und es könnte ja sein, dass die Goblins miesepetrig werden, wenn ich jetzt nach Norden gehe, ne? Ich werde erstmal auf die hören. Ich werde erstmal brav nach Osten gehen. Ich will es mir jetzt nicht gleich mit denen verscherzen, auch wenn ich von denen keine Angst habe, aber wenn wir es diplomatisch lösen können, dann mache ich das gerne. Jetzt weiß ich halt nicht, wo der Goblin hingelatscht ist. Ich nehme mal an den Weg weiter. Ja. Ist das die Höhle? Das ist eine Brücke. Wow. Ist ja schön. Oh, da sind noch mehr Goblins. Ich hätte auch ehrlich gesagt, ich hätte keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Die würden nur Zeit fressen und überhaupt keine Erfahrungspunkte. Das kann man echt. Halt, stopp. Der arme Bär. Aber gut. Wenn er die Goblins verspeist, ne? Ist das ein normales Eichhörnchen? Anscheinend, das hat nämlich nichts zu sagen. Halt, war da. Oh, stopp, da ist ja noch was. Ach, da ist der Bär drin, ne? Nehme ich mal an. Ja, den lasse ich jetzt nicht frei. Wäre bestimmt lustig. Mache ich später vielleicht. Wenn wir mit dem Gebiet fertig sind, dann tun wir hier die Goblins ärgern. Das wird ein Spaß. Ganz schön weiter Weg. Vorsicht vor Steinschlag. Grab ist gestern blattgequetscht worden. Habe ihn gerettet, aber jetzt ist er nur noch Grab. Oh. Hey, vielleicht füttern wir Bär mit Grab und Bär wird nicht wütend. Es ist schon lustig, also gut synchronisiert auf jeden Fall. Haben sie gut gemacht. Ich könnte es nicht besser. So, sind wir denn da? Okay, sind da. Ja, wir sind da. Da ist die Höhle. Darf ich jetzt mal speichern? Ja, okay, dann gehen wir mal rein. Sie müssen Ihre Runde noch ja. Bevor Sie weiterziehen können. So, oh, die sieht aber schick aus. Wie groß ist denn die? Ah, nicht allzu groß. Da bin ich mal gespannt, wo dieser Rockdog ist. Steht ganz oben auf meiner Liste. Und ob er nett mit uns ist. Oh, hier sind ganz viele Goblins, da kommt schon auch schon der Nächste. Der Schwachkopf hat wieder Andringlinge reingelassen. Hey! Tötet sie, bevor Rockdog das rausfindet und uns alle bestraft. Dafür war ich jetzt so freundlich zu dem einen. Ah, super, jetzt müssen wir doch Goblins schnetzeln. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Warum wusste ich das? Dass das jetzt so One-Hit-Spaß wird. Wollte nicht lieber fliehen. Überlegt ihr es euch nicht nochmal? Nein? Dann müsst ihr alle sterben. Guck mal, ich komme mit dem Klicken kaum hinterher. So schnell sterben. Oh, neue Musik. Schön. Gefällt mir. Mist, wisst ihr, was wir das letzte Mal vergessen haben? Wir haben keine Kugeln gekauft. Oh, ein Schädel. Okay. Nehmen wir mal mit. Guck ich mir gleich an. Ich will das Zeug nicht hier. Der Schädel eines Menschen oder eines anderen humanoiden Wesens. Sieht auf jeden Fall sehr menschlich aus. Oh, hier ist nix. Oder? Ne, hier ist nix. Okay, dann über die Brücke. Oh, das ist ja wie eine kleine Schatzkammer. Wieso ist denn da ein Toter? Man kann anscheinend auch was machen. Okay, ich guck mir das mal an. Es passiert aber nichts. Ich gehe mal näher hin. Vielleicht... Oh. Wer sagt das? Die Leiche einer Frau... Achso, das sagt wahrscheinlich niemand. Die Leiche einer Frau liegt hier. Sie trägt die Lederrüstung eines Waldläufers. Den Wunden nach zu urteilen, wurde sie von Goblins erschlagen. An ihrem Finger findet ihr einen Ring mit der Inschrift in ewiger Hingabe Macrab. Was tut ihr, nachdem ihr den Ring an euch genommen habt? Tja,
einfach liegen lassen wäre unhöflich. Wir könnten sie natürlich beerdigen. Dann tun wir das mal. So, die Leiche beerdigen. Das wird wohl ein Questgegenstand sein, dieser Ring, hä? Rilsas Ring. Makreb. Kennen wir jemanden namens Makreb? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name, aber ich kann nicht zuordnen. Ich weiß es nicht. So, wir haben sie begraben. Ansonsten, ihre Ausrüstung lassen wir mal drin. Imon, checkst du mal kurz nach Fall? Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ich will nur wissen, ob die Schatzkammer sicher ist. Anscheinend, ja, okay. Was wollt ihr? Steht ganz oben auf meiner Liste. Oh, was haben wir denn da Schönes? Eine Lederrüstung, ein Stab, ein einziger Pfeil, 600 Gold, 3 Heiltränke und ein Trank der Schöpferkraft. Ein Trank der Schöpferkraft. Wie der Name schon andeutet, steigert dieser Trank die Intelligenz des Anwenders um 4 auf maximal 25 Punkte. Die Wirkung hält 15 Phasen lang an. Cool. Kommt in meine Trinkflaschen. Quatsch, in meine Tränketasche. Trinkflaschen, ich bin so blöd. Hier, naja, das kann man nicht mehr stacken, aber ich glaube, hier hatte jemand noch angebrochene Heiltränke. Genau. Kivan war's. So, bitteschön. Des Weiteren. Dieser Pfeil, ich kann ihn nicht erkennen und geben wir mal Imon, das hat bei Imon in letzter Zeit so gut geklappt. Ja, sie erkennt den Feuerpfeil plus 2. Auf zu dir. Hast du den jetzt auch gleich gestackt? Anscheinend, gut. So, dann dieser Stab, der sieht langweilig aus. Das ist schon wieder so einer, den wir schon in so oft haben. Ah, trotz allem. Nein, erst das hier. Ich weiß gar nicht, haben wir noch übrig? Anscheinend. Lederrüstung plus 2, steifes Leder. Diese Rüstung aus gehärtetem Leder quietscht wie ein neues Paar Schuhe. Ihre Mangel an Heimlichkeit macht sie durch ihre Härte wett. Sie schützt ihren Träger vor den meisten harten Schlägen. Leise Bewegung 15%. Interessant. Rüstungsklasse 6, RK, Malus 2, jeweils bei Stich- und Geschosswaffen Mindeststärke 4. Also es ist wohl eher was für ein Dieb. Rüstungsklasse 6 ist jetzt aber nicht so... Bombe. Das, der Einzige mit dem leise Bewegen, das wird halt ziemlich gut zu Imon passen, finde ich. Weil sie ja öfters auch mal Fallen alleine checkt und so. Und sie hat ja hier... Na gut, Moment, aber was konnte denn der Beschützer der Zweiten? Auch eine Rüstungsklasse 6, aber sonst? Diese Rüstung wurde von der Anführerin. Die Rüstung ist nach ihr benannt. Das ist... Ich glaube, ist das, dass sie rücken. Nö, ansonsten kann die ja gar nichts, obwohl es Namen hat. Aber... Dann wechseln wir das. Hat sich ja schon wieder gelohnt. Bitteschön. So, und die Rüstung, die werden wir dann wohl verkaufen, weil John hat was Besseres, die anderen brauchen kein Ledergedöns. Ja. Wunderbar. Das ist doch mal erfreulich. So. Ein schöner Schatz für zwischendurch. Gut, wir sind unwillkommen, das haben wir jetzt schon halbwegs rausgehört. Wer weiß, was draußen abgeht, wenn wir jetzt die Höhle verlassen würden. Wir ziehen jetzt die Höhle natürlich erstmal durch. In der Ecke scheint nichts mehr zu sein. Okay. Ich frage mich, wie wir die genau jetzt beerdigt haben auf dem steinernen Boden. Naja. Oder vielleicht haben wir sie unter dem ganzen Gold begraben. Zwar ein bisschen strange, aber hey. War da jetzt nicht gerade noch ein Symbol, dass ich... Nee. Okay, weiter. So, da kommen noch ein paar Goblins. Welcher Schwachkopf hat euch hier reingelassen? Spielt keine Rolle. Wenn ihr diese nutzlosen Wachen nicht eh schon getötet habt, werde ich mich um sie kümmern, sobald ich mit euch fertig bin. Na super. Rockdog ist natürlich auch feindlich. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, es ist besser, wenn wir zuerst auf ihn gehen. Oder nee, komm, wir machen erst die One-Hits. Einer nach dem anderen. Ich hoffe, Rockdog haut mich jetzt nicht gleich um. Ja, das geht noch. Wir haben halt Durlax-Turm-Erfahrung hier. Läuft bei uns. Der noch. Oh, Niraf. Lauf sich aufpassen. Geh mal weg. Nein, warte mal. Was habt ihr dieses Mal für mich? So rum und Nira geht in die Richtung. Gut. Wechsel mal auf deine Kugeln. Ach Gott, ist das lächerlich. 400 Erfahrung. Ja, ich glaube, wir sind jetzt echt OP nach dem letzten Gebiet. Kommt mir so vor.
Das war ja gar nichts. Ich wollte ihn eigentlich jetzt nicht unbedingt töten. Ja, weil er hat ja gewusst, wo der andere Typ ist. Aber vielleicht ist er da eingesperrt. Das könnte ja gut sein, ne? Von wegen bewachen und beschützen. Wohl eher gefangen genommen und selbst hier die Herrschaft an sich gerissen. Irgendwie sowas. Wer weiß. Werden wir bestimmt gleich von dem anderen hören. Ich hoffe, der ist nicht so aggressiv. Und redet mal mit mir. Warum mache ich das eigentlich so umständlich? Ich könnte doch hier gucken. 250 Gold, ein Schwert, ein Bogen. Okay. Er hat einen schönen Loot gehabt. Ach, ich mag die Gegend. Bastardschwert. Wird jetzt wahrscheinlich nichts Spannendes sein, aber gucken wir mal. Bastardschwert plus 1, genau. Müssen wir nicht lesen, kennen wir schon. Ist ja nichts Besonderes. Und hier der Bogen. Ich weiß nicht, könnte sein, dass er leer ist. Naja, was tue ich denn? Ach, sie hat es von alleine gesehen. Ein Kurzbogen plus 1. Den brauchen wir auch nicht, oder? Weil du hast ja auch einen lang... Ach nee, du hast ja eine Schleuder. Du hast einen Bogen. Und zwar einen... Oh doch, sie hat einen Kurzbogen. Ja bitte, dann nimm doch den Kurzbogen plus 1. Sehr gut. Hat er einen Namen gehabt? Nö. Okay. Aber ist ein bisschen besser. Kann nicht schaden. Also, wir... Auch wenn es hier, ne... ziemlich einfache Gegner momentan sind, aber der Loot ist vollkommen in Ordnung. Schon das zweite, was ich einfach mal so schnell austauschen konnte. Bei Durlocks Turm ging das nicht so schnell. Bin euch weit voraus. So. Gut, ein Haufen Holzpfeiler, aber Holzpfeile brauchen wir jetzt nicht wirklich. Da kann ich nichts machen, da unten geht es nicht weiter. Ich werde wohl die Tür öffnen müssen. Dann tun wir das jetzt. So, was ist hier eingesperrt? Huch, wer bist du denn? Ach, das ist Adoy. Ich hab jetzt nicht... Adoy. Ne, warte mal, wer war denn jetzt schon wieder Adoy? Ach, ich weiß das mit dem Namen nicht mehr, aber da klingelt es auch schon wieder. Okay, der wird ja hoffentlich freundlich sein. Ich guck mal erstmal an, was auf seinem Tisch so rumliegt. Nichts, okay. Aber schön hier, also man hat schon hässlichere Zellen gesehen, oder? Warum müssen wir wieder das frisches Quellwasser. Dieses Labyrinth kriechen? Wenn er denn überhaupt eingesperrt war, vielleicht. Ja doch, sieht schon wie eine Zelle aus. Ach, reden wir einfach mit ihm. Mystra, sei Dank, endlich kommt jemand, um mich hier rauszuholen. Ich bedauere, dass ihr euch euren Weg hierher erst freikämpfen musstet. Okay. Ah. Der Hassateur namens Adol, genau um den geht's. Aber, ne, wir sind ja ein Dieb und... beziehungsweise ein Schurke. Ihr seht aus wie jemand, der für seine Befreiung dankbar ist. Geld ist eine hervorragende Art, diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Seid keine solche Söldnerseele. Doch. Seid ihr der Hasardeur namens Adoy? Wie sie mir einfach... Das? Adoy? Das bin ich, ja. Ich bin Adoy. Warum sucht ihr mich auf? Das weiß ich nicht mehr. Muss ich ins Questlog gucken? Nee, mal gucken. Fragt mich, das war Niras Idee, sehr gut. Nein, ich wollte ja nett sein zu Nira. Und deswegen nehmen wir, Nira praktiziert ebenfalls unbändige Magie. Sie hegt die Hoffnung, dass ihr helfen könnt, diese besser zu kontrollieren. Das stimmt. Ich hoffte, ihr könntet mir mehr über unbändige Magie beibringen und wie man sie kontrolliert. Muss mir nicht alles nachhelfen. Ist das so? Nun, ich fürchte, ich bin nicht gerade ein gutes Vorbild, wenn es darum geht, unbändige Magie zu kontrollieren. Ich schätze, dass niemand das kann. Es wäre ja keine unbändige Magie mehr, wenn man sie bändigen könnte, nicht wahr? Da hat er absolut recht. Wollt ihr damit sagen, wir sind den weiten Weg umsonst gekommen? Natürlich seid ihr das nicht. Euch wurde gerade die große Ehre zuteil, Magriwirk kennenzulernen, den goblinischen Gott der Kooperation und des Territoriums. Du bist der Gott. Das ist irgendwie merkwürdig, aber okay. Ihr seht nicht gerade wie ein Goblin aus. Was für eine großartige Gaunerei. Wie kann ich dabei mitmachen? Glaubt mir, das würdet ihr nicht wollen. Warum? All dies gehört zum großen Wunder der unbändigen Magie. Man muss eben jederzeit für das Unerwartete bereit sein. Glaubt mir, er scherzt nicht. Der Ärger begann erst so richtig, als der Hobgoblin aufgetaucht ist
um zu untersuchen, woher die Goblins kamen. Rockdog glaubte nicht für eine Sekunde, dass ich ein Gott sei. Aber da die Goblins es glaubten, wagte er nicht, mich anzugreifen. Stattdessen sperrte er mich ein. Solange ich mich in seiner Obhut befand, konnte er die Goblins beherrschen. Na toll. War genauso wie ich dachte. Was ist jetzt los? Oh Gott. Endlich haben wir diese schlüpfrige Elfe eingeholt. Und nicht nur das. Oh nein, nicht wieder diese Verfolger. Oh, das könnte jetzt schwierig werden. Halbelfe! Was stimmt nicht mit euch? Halbelfe, ihr werdet es noch bereuen, meinen großen Auftritt ruiniert zu haben, wenn wir euch schließlich untersuchen. Und wen haben wir hier? Noch einen Hasardeur? Vielleicht sollte ich euch dafür danken, dass ihr uns zu einem weiteren Probanden geführt habt. Ihr werdet feststellen, dass ich mich nicht leichtfertig irgendwelchen Tests unterziehe. Schon gar nicht denen der roten Magier. Und ich habe nicht mal die Schule abgeschlossen, also auch bei mir keine Tests. Was für eine Argumentation, ja, wie gut. Total frech und so, finde ich super. Ich mach mit. Ja, also Kompromiss brauche ich hier auch gar nicht zu versuchen. Man merkt ja deren Absichten. Deswegen, das Einzige, was hier getestet wird, ist meine Geduld. Ich habe nicht mehr viel davon, Ekandor. Dann macht euch auf euren Tod gefasst. Nicht solange es in meiner Macht steht, etwas dagegen zu tun. Zehrt die Macht der unbändigen Magie. Oh oh. Stopp, 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 stopp. Das gefällt mir nicht. Wo ist Nira? Natürlich steht sie da direkt vor einem Typi. Ich das gewusst hätte, dass da jetzt so ein Kampf kommt. Ah, schöne Musik. Okay, du gehst erstmal weg. Unbändige Magie, ich weiß nicht. Könnte es jeden Moment sein, dass uns ein Feuerball trifft oder so. Was macht denn hier ein Ogre-Berserker überhaupt? Das passt doch gar nicht zu dieser Garde. Na egal, er muss sterben. Alles muss sterben hier. Komm, komm rein, wie immer. Nira versucht vielleicht da hinten. Meint ihr, wenn ich da hinten einen Feuerball lege? Das könnte gehen, oder? Am besten auf den Magier. Ja, das müsste eigentlich, vor allem wenn die jetzt dahin rennen zu dem, müsste das eigentlich gehen. Ich hoffe, niemand geht zu ihr. Gut. Ah, es könnte eng werden. Ja, was wollt ihr? Feuerpfeil. Was ist es diesmal? Ich probier's. Was soll's? Feuerpfeil so weit hinten wie möglich. Oh nein, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Das ist nicht. Nein, hör auf zu zaubern. Ah, wieso kommst du denn zu mir? Mach was anderes. Jetzt macht er wieder was anderes, okay. Wie sieht's denn aus, Gruppe? Gruppe, wie geht's dir? Gut, okay. Der eine ist gleich tot. Oh, wurde der zerschmettert. Wunderschön. So, jetzt nochmal Feuerball, bitte. Ich hoffe... Ah, oh, Mist, ich hab abgebrochen. Shit. Jetzt kümmern wir uns um den. Jetzt klappt's. Bams, sehr gut. Ah, der will mich aufhalten zu zaubern, Herr. Schaut euch das an. Der will mich richtig aufhalten. Imoen. Feuerschwert bitte. Macht mehr Sinn. So, aber das sieht gut aus. Die machen nicht viel Schaden. Okay, der Typ ist wieder abgelenkt. Jetzt putze ich den nächsten Feuerball auf den Kerl drauf. So, Dele. Oh, haben wir ihn tot? Yes! Sehr gut, sehr gut. Jetzt lebt da hinten nur noch Ekandor. Oh, Dingens hat ordentlich was abbekommen. Aber der Typ ist gleich tot. Das ist nicht so schlimm. Ja, was wollt ihr? Hier. Oh, festhalten, festhalten. Wir werden nicht mehr so viel Schaden machen. Mach mal den Feuerpfeil da hinten auf Ekandor. So. Und... Ah, mal gucken, ob wir den einen noch tot kriegen. Jawohl, und jetzt noch den Berserker. Ich hoffe, dieser festhalten... Ah, Mist, ganz schön viele erwischt. Ich hoffe, das kommt nicht von dem Berserker. Ich werde mal gucken, dass die sich heilt. So, los. Sehr gut. Die Heilung ging durch und Chayera wurde auch nicht mehr angegriffen. Weiter geht's. Nira, hast du schon gezaubert? Anscheinend.
Dann würde ich mal sagen, schick mal noch ein paar Tiere in den Kampf. Obwohl, das ist eigentlich unnötig. Ja, das ist eigentlich unnötig. Komm, den Rest kriegen wir auch so hin. Lass es. Kämpf auch mit. Hast ja einen tollen Stab auf einmal. So. Dann war es ja... Oh nein, der hat den nächsten Ogerbass... Ah, der Arsch, ey. Müssen wir eigentlich erstmal auf Ekandor gehen. Komm, alle auf Ekandor. Das ist gar kein... Oh nein, Furchtzauber. Shit, ey. Ich hätte gleich auf diesen Dreckszauberer gehen sollen. Jetzt brauchen wir doch noch Tiere. Mist. Wartet mal, ich hab da was gesehen. Oh, shit. John. Heil dich. So. Aber es sieht schon okay aus. Das waren das eine da. Fluchbrechen. Ach ja, stimmt. Haben wir ja reingemacht. Okay. Oh Gott, was geht denn ab jetzt? Ja, erstmal soll John sich heilen. Der Rest kloppt hoffentlich auf den Magier. Heil dich nochmal. Es geht nämlich so schön schnell, der Skill. So, leider sind hier wichtige Leute in einer Furcht. Das gefällt mir nicht. Und Nira kriegt gleich Besuch. Nur irgendeinen Zauber oder so auf diesen ollen Magier machen. Und Leute, macht's fertig. Na, ich bin immer noch nicht fit. Nein! Nein! Ach, Mann! Auf den Armen schon. Es lief doch so gut. Es lief doch so gut! Okay, kein Problem. Dann werden wir uns jetzt ein bisschen besser vorbereiten. Ja, was wollt ihr? Ich konnte ja nicht ahnen, dass da auf einmal die Typen wiederkommen. Und die sind natürlich eine Nummer stärker. Ist ja auch gut so. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, das heißt, du eine heile Kleidung. Heile Kleidung, ne? Eine kleine Heilung. Dann, die mittelgroße. Und noch eine kleine auf dich. Ich würde sagen, noch eine kleine auf ihn. Diesmal konzentrieren wir uns gleich auf Ekandor. Das war unser Fehler, dass wir den falschen Magier wahrscheinlich erst getötet haben, der noch diese Bestien beschwört hat. Das war unser Fehler. Können wir ja gleich auf ihn die Feuerbälle brutzeln. So, nochmal quicken. Und los geht's. Bin euch weit, können wir jetzt schnell durchklicken. Dank, endlich kommt seid keine solche... Adoy, das bin... Das stimmt. Ist das... Wollt ihr... Natürlich seid ihr das nicht. Euch wurde, glaubt mir, all die... Glaubt. Der Ärger begann. Da kommen sie schon. Genau das gleiche wie das letzte Mal. Endlich. Halt! Halb! Ihr werdet... Und ich hab nicht mal die Schule... Dann macht dort so nicht, solange es in meiner Macht... Und los geht's. Au, so. Wir gehen jetzt... Was habt ihr dieses Mal gemacht? Dabei, wenn ich jetzt... Unbändigen Magie. Ich weiß nicht, ob das clever ist mit den Leuten. Nee, ich will das anders machen. Wartet mal. Lasst die erstmal ein bisschen kommen. Jetzt greift ihr... Ah, nee, das ist blöd. Greift lieber den da an. Nira, abwarten. Okay, du machst Feuerbälle auf Ekandor diesmal. Ich weiß ja nicht, was der andere so betrieben hat, aber sehr gut. Das unterbricht ja auch seine Zauber. Hoffe ich zumindest. So, das gleiche nochmal. So, die Gruppe hat schon den einen niedergestreckt, ja, das ist super. Ah, gefährlich, gefährlich. Rebellier bitte. Bleib wache. Oh Gott, wartet mal. Nira, zauberst du schon? Ich würde gerne den nochmal ein bisschen korrigieren, wenn ich darf. Ungefähr in die Ecke, wenn es geht. Nur um sicher zu gehen. Ah, sehr gut. Die Gruppe geht weiter runter, dann passiert da nichts. Ah, kriegt der überhaupt Schaden? Ekandor, Zauber gescheitert. Fehlschlag bei, immerhin. Ich weiß gar nicht, ob der Schaden bekommt, aber ich werde ihm mal ein paar Tiere schicken, glaube ich. Ihr habt geläutet? Damit er nicht so viel zaubern kann. Oh, beeilt euch. Er kommt, oh, jetzt kommt er sogar noch persönlich, oder was? Was tut er denn jetzt? Geht's der Gruppe? John, heilen. Mal will ich nicht, dass du stirbst.
Leibach ist schon tot, sehr gut. Okay, jetzt zaubert er da hinten in der Ecke. Wo sind denn die Tiere? Ist das das einzige Tier, das gekommen ist? Es ist ja ein Witz. Okay, komm. Feuerpfeil auf ihn, solange er diese Schutzkugel nicht hat. Töte den Oger. Oh nein, jetzt haben wir wieder den Furchtzauber. Ich hasse den Furchtzauber. Ich hasse ihn so sehr. So. Der hält auch am meisten aus, dieser Ikandor. Wahnsinn, was der aushält, der Kerl. Feuerball direkt auf ihn. Verdammt, ey. Diese Furcht, die macht mir mal alles kaputt. Sieht's aus, wie sieht's aus? Hopp, töte den blöden Oger jetzt. Ich hoffe, die Furcht geht gleich weg. Und dann zu dem Magier da oben. Hast du schon... Hey, hallo, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier einen Feuerball machen. Wahrscheinlich habe ich sie vorhin aus Versehen angewählt. Hui, was war das Schönes? Sehr gut, Nira, sehr gut. Diesmal hat es Schaden gemacht. Oh, Leute, jetzt tötet doch mal den Oger und dann gehen wir zu ihm. Ich will, dass der stirbt hier. Ich weiß nicht, was er tut. Wahrscheinlich Ähnliches. Aber der muss jetzt sterben. Komm. Du noch schnell einmal heilen. Und auf ihn. Nira, du wirst auch auf ihn. Mit deinem super neuen Stab, würde ich sagen. So. Ja, okay, sie ist halt, ne, verängstigt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ah, aber der haut auch übelst rein hier. Wahnsinn. Komm. Jawohl, da ist er down. 500 Erfahrungspunkte, okay, ist jetzt nicht viel. Aber wir sind ja halt verwöhnt, ne. So, und jetzt noch der Tajanischer Magier. Ah ja, der ist ja ein Witz. Das war's. Wenn sie jetzt nochmal alle beruhigen würden... Ich sammle schon mal den Loot ein. Kampfstab, ja. Was für eine seltsame, unbändige Woge. Was leuchtet denn da so? Sieht wirklich interessant aus. Was wollen diese roten Magier eigentlich mit Hasateuren? Die roten Magier verfolgen mich und eure Freundin Nera, um uns zu untersuchen. Oder auch nur unsere Gehirne. Sie wollen herausfinden, warum wir über die Macht des arkanen Chaos verfügen und sie nicht. Sind sie neidisch, wa? Könnten wir aufhören, über das Sezieren unserer Gehirne zu reden? Bitte. Oh, natürlich, Liebes. Aber was wollte ich sagen, bevor wir so jäh unterbrochen wurden? Wo war ich nochmal stehen geblieben? Wie wär's mit etwas Dankbarkeit? Das war das zweite Mal in Folge, dass wir euer Leben gerettet haben. Natürlich danke ich euch. Nun, Rocklock war Argumenten nicht zugänglich. Und ich zögerte, die ganze Macht meiner unbändigen Magie gegen einen Stamm zu entfesseln, der mich als Gott verehrte. Es kommt ja nicht häufig vor, dass man angebetet wird. Das hat er gefallen, was? Eigentlich wollte ich nicht nur das Wort danken, sondern vielleicht... Na, okay, ich werde wohl nichts von ihm kriegen. Kommt schon, alter Mann. Niemand erreicht euer Alter, ohne das ein oder andere gemeistert zu haben. Ihr solltet inzwischen wissen, wie man diese verrückten, unbändigen Wogen vermeidet. Moment mal, ihr verheimlicht mir etwas. Aber nein, Liebes. Die Kunst besteht darin, die Nachteile ebenso zu akzeptieren wie die Vorteile. Ihr beschwert euch ja auch nicht, wenn euer Feuerball einen ganzen Tollstab einäschert. Ihr solltet nur bereit sein zu improvisieren, wenn es stattdessen Blütenblätter auf die Trolle regnet. Das Aufregende an unserer Zunft ist, dass man nie weiß, was als nächstes passiert. Ich hätte nie die Freuden des Daseins als Frau entdeckt, wenn diese eine Woge letzten Sommer nicht gewesen wäre. Alles klar. Das kann doch noch nicht alles sein. Ihr wärt niemals so alt geworden, ohne ein Ass im Ärmel zu haben. So gesehen gibt es vielleicht doch eine Sache, die ich euch geben kann. Sie ist nicht in meinem Ärmel, sondern um meine Hüften. Ich habe diesen Gürtel damals für meine gelegentlichen Abstecher in die Stadt entworfen. Ach so, ein Gürtel meinte er, ich dachte schon. Aus Versehen jemandem beim Händeschütteln einen Schock zu versetzen, kann man noch als Fahrlässigkeit abtun. Aber eine durch die Stadt laufende Riesenspinne mit der Stimme eines alten Mannes.
Das geht einfach nicht. What? Heutzutage besuche ich nur noch selten irgendwelche Ortschaften. Also wird er euch möglicherweise mehr Nutzen bringen als mir. Und vielleicht auch etwas Unbeschwertheit. Ja, das klingt doch ganz gut. Vor allem, da wir irgendwann mal nach Baldur's Tor wollen. Und wir sind natürlich hier wieder voll böse. Habt ihr nichts zu bieten, alter Mann? Oh, glaubt nicht, ich hätte euch vergessen. Seht, wie ich meinen sagenhaften Schatzhort herbeirufe. Nur für euch. Der verarscht mich doch gerade. Ich hab ein ungutes Gefühl. Oh Gott, was tut er denn jetzt? Nein, das ist nicht fair. Ich bin so weit gereist, habe so viele Hindernisse überwunden und so viel investiert. Und er verschwindet einfach. Entschuldigt bitte, aber... Ah, aber natürlich habt ihr geholfen. Wie konnte ich vergessen, dass es hier stets nur um euch geht? Ja, immer doch. Ich bin so ein Arsch, ne? Seid ihr ein Gott, neuer Tagebucheintrag. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Dabei wollte ich gar nicht jetzt, ich wollte wirklich mit ihr nur das Gespräch suchen, mit dem entschuldigt bitte. Ich wollte gar nicht auf mich. Ach, egal, verkackt wie immer. Aber ich denke, er wäre so oder so gegangen, also davon gehe ich aus. Sag mal, kriegt sie sich auch mal wieder ein? Danke. So, jetzt alle mal auf einen Fleck hier. Was wollt ihr? Bin euch weit. Ja Mensch, raus. Nira. Aber Hauptsache, sie bleibt in der Gruppe. Jetzt zeig mir mal den Gesinnung erkennen. Ach ja, das haben wir ja vorhin schon bekommen. Dieser Gürtel, aber jetzt habe ich wahrscheinlich erstmal wieder keine Power, ihn mehr genauer zu betrachten, ne? Doch, habe ich. Adois Gürtel. Dieser schmale Hirschledergürtel ist mit Kaninchenfell gefüttert und bietet seinen Träger Schutz vor Verwandlungseffekten. Ein perfektes Geschenk für Hasateure oder jene, die neben ihnen stehen. Okay, ich muss aber echt sagen, dass diese Chaosmagie, dass diese ultra selten ist, ne? Bei Nira, ab und zu haben wir mal da was gesehen, dass da was extra gezaubert wurde, aber unterm Strich juckt das doch kaum. Natürlich ist der Gürtel praktisch. Oh, vor allem Bonus gegen Versteinerung auch noch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du hast ja eh noch keinen Gürtel an, ne? Also bitteschön. So. Hier ist der Stab der Furcht. Ein Stab der Furcht pflanzt Entsetzen in die Herzen. Ja, das hat doch Dingens hier, oder? Also ein Haufen Stab der Furchte. Der Fürchte, was auch immer. Kann man nicht stacken, ne? Ich probiere es trotzdem immer wieder. Ja, okay, dann bleibt es trotzdem hier. So, was ist denn das nochmal gewesen? Ach ja, das Bastardschwert. Das Bastardschwert. Dann auch der tragen. Dann haben wir hier noch eine Robe, die sieht wenig spannend aus. Geht nicht mehr. Okay, nächstes Mal dann. Okay, soweit, so gut. Das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Aber es war ein sehr schöner Part. Endlich mal wieder Story, eine Vertonung. Das hat mir gerade sehr gut gefallen. Hey, guck an, die Steinhaut könnte ich lernen. Hey, die haben wir gelernt. Sehr gut. Gesinnung erkennen. Ja, kommst du da rüber. Ins Buch. Ein bisschen Ordnung halten hier. Zumindest am Anfang, ne? Man ist es ja gewohnt. Quest Items eventuell kommen dahin. Gut. Das müssen wir verkaufen. Alles klar, soweit. Okay, dann würde ich sagen, das nächste Mal werden wir hier diesen Goblin-Stamm auch noch verlassen. Schade, dass er da jetzt abgehauen ist. Ich habe ihn irgendwie gemocht, muss ich sagen. Aber gut, wenigstens ist sie jetzt mal ihre Verfolger auch losgeworden. Und das nächste Mal geht es dann raus. Mal gucken, wie die Goblins auf uns reagieren werden, wenn ihr Gott auf einmal verschwunden ist. Vielleicht können wir ja Gott jetzt spielen. Das wäre doch cool, mein eigener Goblin-Stamm. Oh Gott, wir haben aber jetzt schon echt überzogen. Also, bis zum nächsten Mal, bis es hier wieder heißt Let's Play Baldur's Gate.